Es begab sich zu einer Zeit, da saß ein Amerikaner auf der deutschen Trainerbank des FC Bayern Münchens, Jürgen Klinsmann, und seine Amtszeit beim glorreichen FC Bayern München, einem Verein, dem ich zum Zeitpunkt dieses Spiels, um das es heute gehen soll, noch durchaus zugetan war aus familiärer Sicht, und es sollte sich genau an diesem Tag entscheiden, in welche Richtung mein Fan-Dasein sich entwickelt. Werde ich Fan vom FC Bayern oder werde ich Fan von Hannover 96? Ihr wisst heute schon, was passiert ist, und wir sprechen heute darüber, warum und wie das Ganze passiert ist. Das und mehr in diesem Video. Viel Spaß! Wenn man auf die Aufstellung dieses Spieltags guckt und dieses Spiels generell, da sind da Namen dabei, bei denen wird einem einfach warm ums Herz als Fußballfan, aber andererseits denkt man sich auch, was? Das war die Startaufstellung des FC Bayern in der Saison 2008-2009? Das ist ganz schön beeindruckend, wenn man sieht, dass da zum Beispiel ein Christian Lell, ein Breno, ein Sosa oder eben auch ein Tim Borowski oder ein Andreas Ottl in der Startelf stehen. Auf der anderen Seite Mikael Forssell, der Finne, im Sturm von Hannover 96. Hanno Balic auf der 6. Frank Fahrenhorst, der spätere Man of the Match in der Innenverteidigung. Dafür würde ich einfach mal schon mal einen Daumen nach oben dalassen an eurer Stelle. Schreibt mir mal in die Kommentare. Wart ihr an diesem Tag im Stadion? Wart ihr mit dabei? Und wenn ja, oder selbst wenn nein, wie habt ihr dieses Spiel wahrgenommen? Habt ihr das überhaupt noch präsent? Ist das für euch irgendein Faktor? Abonniert gerne den Kanal kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Aktiviert die Glocke. Dann bekommt ihr auch jedes Video hier angezeigt, was im Adventskalender passiert oder vorkommt. Und wir reden heute also über Hannover 96 gegen den FC Bayern. Und das Ganze unter Dieter Hecking. Das heißt Hecking gegen Jürgen Klinsmann. Ein spannendes Duell. Und Hannover 96 zu diesem Zeitpunkt seit 9 Heimspielen ungeschlagen gegen einen FC Bayern am 6. Spieltag, der bereits eine Niederlage auf dem Konto hat. Und zwar am Spieltag davor. Ungewöhnlich, aber wir alle wissen, wie die Amtszeit von Jürgen Klinsmann so gelaufen ist. Wir schreiben den 27.09.2008. Wir schreiben das Datum, an dem sich entscheiden sollte, ob ich Bayern oder Hannover 96 Fan werden sollte. Wir schreiben einen wunderschönen Spätsommerherbst und ich hatte das große Glück, ins Stadion zu dürfen. Ich war bei diesem Spiel dabei und saß in der VIP-Loge. Aus heutiger Sicht denke ich mir surreal, dass das tatsächlich auch gegen Bayern passiert ist. Mein Vater hatte Tickets von einer Firma aus, ein Kunde ist abgesprungen und er konnte mich mitnehmen. Ist häufiger mal passiert, nur einmal in Hannover bei diesem Spiel, öfter mal in Bremen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin froh, dass es genau dieses Spiel war. Denn nicht nur war es halt eben Bayern und zu dem Zeitpunkt mein anderes Lieblingsteam, sondern es ist der Grundstein gewesen für alles, was hier auf diesem Kanal auch passiert. Das Spiel geht los und die Bayern sind, das sind die Bayern, natürlich überlegen zum Anfang in dieser Partie, aber in der ausverkauften AWD-Arena ist richtig gute Stimmung. Die Fans machen ordentlich Party, die Nordkurve ist richtig stark drauf an diesem Nachmittag und das zieht mich und viele andere natürlich in seinen Bann. Hilft aber nicht, denn die erste gefährliche Aktion haben trotzdem die Bayern. Ein Kopfball von Demichelis verfehlt das Tor nur knapp. Da sieht man also schon, okay, die Bayern auch mit dieser Aufstellung, die vielleicht nicht unbedingt top ist, das kann schon durchaus schwierig werden, die zu schlagen. Nach 14 Minuten gibt es dann den ersten Schocker der Partie für den FC Bayern. Christian Lell muss verletzt vom Platz. Für ihn kommt Massimo Oddo in die Partie. Verletzung ohne Einwirkung des Gegenspielers, ärgerlich für Klinsmann, der dementsprechend seinen taktischen Plan schon früh umstellen muss. Ist allerdings überhaupt keine Ausrede dafür, dass es relativ früh nach 23 Minuten einen Freistoß für Hannover 96 gibt, weil Lahm und Huschti zwar beide nicht richtig zum Ball kommen, aber Marc van Bommel sich das Foul nimmt, so wie man ihn eben kennt. Und dann legt sich dieser kleine Ungar den Ball zum Freistoß zurecht. Torwart zu diesem Zeitpunkt Michael Rensing. Wer kennt ihn noch? Auch ganz, ganz spannend zu dem Zeitpunkt noch, relativ üblich. Mittlerweile sieht man das gefühlt kaum noch in der HDI, beziehungsweise jetzt Heinz von Heiden Arena. Rensing trägt Käppi. Kann allerdings nicht machen. Denn Szabolcs Huschti zirkelt den Ball nach 23 Minuten in die linke obere Torecke zum 1:0 für Hannover 96. Und ich habe es in den letzten Folgen auch schon öfter gesagt und in diesem Fall ist es die AWD Arena. Ja, die explodiert. Na klar explodiert die. Hannover 96 geht gegen den großen FC Bayern in Führung und könnte damit das 10. Heimspiel in Folge unbesiegt bleiben. Wie geil einfach. Und genau das möchten natürlich die 96er auf den Rängen und die 96er auf dem Rasen. Und sie machen gefährlich weiter. Beim FC Bayern stehen Namen wie Miroslav Klose auf dem Platz, wie Luca Toni. Das sind große Namen, das sind gute Fußballer.
aber die finden nicht so richtig rein in diese Partie, beziehungsweise kann Hannover 96 und insbesondere die Innenverteidigung um Vinicius, Bergantin und Frank Fahrenhorst das ganz gut wegverteidigen. Die dickeren Chancen hat auf jeden Fall 96 und zwar in Persona von Michael Forsell. Ihr wisst alle um meine Liebe zu Finnen, die erst später entstanden ist. Aber ich glaube, ich hätte schon früher einen großen Faible für Finnen entwickelt, wenn Forsell eine seiner Chancen in diesem Spiel genutzt hätte. Er nutzt sie nicht, sowohl in der 30. als auch in der 34. Minute vergibt er. Aber dennoch geht Hannover 96 mit einer Führung in die Halbzeitpause. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, zu diesem Zeitpunkt in der Halbzeit, da ist natürlich bei mir ein anderer Fokus. Ja, ich meine, zu diesem Zeitpunkt, es ist 2008, ich bin gerade frische 12 Jahre alt und es gibt kostenloses Essen im VIP-Bereich der AWD Arena. Ihr könnt euch vorstellen, dass 96 führt. Ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten. Okay, für wen bin ich jetzt hier eigentlich? Freue ich mich darüber? Erstmal den Bauch füllen und dann gucken wir mal in der zweiten Halbzeit, was passiert und gucken mal, inwiefern ich mich dann für eine der beiden Mannschaften mehr oder weniger freue. Das hat sich dann relativ schnell gegessen, denn sobald die Mannschaften auf den Rasen kamen, war für mich eigentlich klar, okay, ich fieber hier tatsächlich nur mit, dass die bloß kein Gegentor bekommen und dass die dieses Spiel gewinnen. Das war für mich wirklich ein Zeitpunkt und das Beste, was hätte passieren können. Denn, ich meine, stellt euch das einfach mal vor. Ihr geht ja nicht mit der Erwartung in dieses Fußballstadion, wenn ihr wisst, wie gut Bayern ist, weil ihr ja selber den Verein auch mögt, dass Hannover 96, das kleine Hannover, wirklich eine Chance hat. Ich habe gesagt, zu diesem Zeitpunkt, Bayern ist ganz woanders. Bayern ist ein ganz anderes Level. Die werden überrollen, die werden hier richtig geilen Fußball spielen. Auch was für Spieler eingewechselt wurden. Franck Ribéry, zugegebenermaßen noch ein relativ junger Franck Ribéry. Aber trotzdem, das sind ja ganz andere Welten als zum Beispiel bei 96, ohne das despektierlich zu meinen, wo ein Gaetan Krebs eingewechselt wird. Oder wie Michael Forsell in der Startelf in der Sturmspitze steht. Hanno Balic im zentral-defensiven Mittelfeld. Aber das ändert nichts daran, dass sich diese Mannschaft leidenschaftlich reinhaut. Und deswegen war schon früh in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, bei mir klar, ey, ich bin hier für 96. Na klar bin ich für 96. Die Kurve pusht die Mannschaft nach vorne, die Stimmung ist geil, die hauen sich leidenschaftlich rein. Und es ist doch auch irgendwie geil, den großen Favoriten straucheln zu sehen. Insbesondere durch dieses wunderschöne Tor von Sabal Schusti, was immer noch in ganz, ganz vielen Rückblicken gezeigt wird und jedes Mal eigentlich aufgewärmt wird, wenn Hannover 96 zu Hause gegen die Bayern spielt. Auch wenn es nicht der letzte Heimsieg war, das wissen die treuen 96-Fans oder die schon lange dabei sind und diese Zeiten verfolgt haben. Aber es war auf jeden Fall ein großer Moment, schlicht und ergreifend. Und später titelte dann eben der Kicker, Huschti stürzt die Bayern. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich Sabold Huschti so liebe. Zum einen, wobei es da noch andere Gründe gibt. Und zum anderen halt schlicht und ergreifend der Grund, warum ich 96-Fan bin. Ich kann euch zum Spiel gar nicht mehr so viel sagen, weil das Spiel relativ langweilig war im Nachgang. Es gab noch einige Gelegenheiten. Franck Ribéry vergibt aus spitzem Winkel knapp am Pfosten vorbei. Michael Forsell trifft nochmal die Latte. Natürlich trifft er das Tor nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Tore er in der Saison gemacht hat, aber allzu viele werden es nicht gewesen sein, weil Michael Forsell jetzt ja bei Hannover 96 nicht unbedingt als absoluter Goalgetter bekannt ist. Aber ich finde sicherlich kurz raus, wenn ich da nochmal reinschaue. Es waren 13 Scorerpunkte, 7 Tore und 6 Assists. Die Durchschnittsnote war allerdings 4,29. Das ist jetzt nicht so überragend, aber nichtsdestotrotz für mich auch eher, und das liegt vielleicht auch daran, dass er unter anderem bei diesem Spiel in der Startelf stand, eine absolute 96-Legende. So wie alle, die an diesem Tag auf dem Platz standen. Wir gucken uns die Startelf nochmal ganz kurz an und auch da ist es wieder ein bisschen traurig, weil natürlich steht bei diesem Spiel Robert Enke im Tor, davor Cirundolo, Vinicius, Fahrenhorst, Rausch, der damals noch relativ frisch dabei war, auf A6, Balic und Schulz, davor Sabol Schulzti, Jiri Steiner, Jan Schlaudraff, natürlich auf der 10 und davor Michael Forsell. Eingewechselt wurden der gerade bereits angesprochene Gaetan Krebs, Altin Lala und na klar, der Mann, über den wir das letzte Video quasi gemacht haben, Mike Hanke. Auf der Trainerbank Dieter Hecking, bei den Bayern halt wirklich eine Elf, die man sich gar nicht so richtig vorstellen kann aus der heutigen Zeit. Völlig aus der Zeit gefallen, eingewechselt wurden Ribéry, Otto und Lukas Podolski. Auch der war bei Bayern kaum vorstellbar heutzutage. Aber es ist trotz dessen, dass das natürlich nicht die Qualität ist, die die Bayern heute haben, das größte Spiel gewesen wahrscheinlich, bei dem ich jemals im Stadion war oder das auf jeden Fall mit der größten Bedeutung, bei der ich je im Stadion war. Denn an diesem Tag wurde entschieden, dass ich 96-Fan bin. Und wie gesagt, den ganzen Content hier würde es nicht geben, wenn dieses Spiel nicht gewesen wäre. Ist jetzt kein großes Spiel in der 96-Historie per se. Erstmal klar, man hat die Bayern geschlagen, aber es war halt der sechste Spieltag 2008, 2009.
juckt, in Anführungszeichen. Aber bei mir ist es halt ein super wichtiges Spiel. Und vielleicht, wie gesagt, können sich die ein oder anderen von euch auch noch daran erinnern. Ich persönlich habe relativ wenig Erinnerungen an das Spiel. Das ist im Endeffekt ja mittlerweile auch 14 Jahre her. Es ist logisch, dass man das nicht mehr komplett präsent hat, 14 Jahre später. Aber ich weiß noch, wie dieser Freistoß reinging, und das habe ich wirklich noch vor Augen. Und ich weiß noch, dass ich vor diesem Spiel hin und her gerissen war und nach diesem Spiel alles klar war. Und ich glaube, was Schöneres gibt es eigentlich nicht, weil auch wenn das natürlich im Nachgang betrachtet mir viel Stress erspart hätte, wenn ich Bayern-Fan geworden wäre, einfach weil, naja, der Erfolg ist da und bei 96, gerade die letzten Jahre, weiß ich nicht, ob das jetzt so toll war, aber ich bin zu 100% froh, dass das damals so passiert ist und dass nicht Bayern 5-0 in Hannover abgeschossen hat. Wahrscheinlich wäre ich sogar dann 96-Fan geworden, weil ganz ehrlich, diese Truppe, die da auf dem Platz stand, dieses Publikum, das ist einfach was anderes. Das ist nicht der große Hochglanz-FC Bayern, der FC Hollywood zu dem Zeitpunkt. Nee. Das ist Hannover 96. Nicht der glamouröseste Verein, nicht der sportlich erfolgreichste, aber mein Verein. Und von ganz vielen von euch auch der Verein. Und das soll das Schlusswort sein für heute. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich darüber freuen. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Ja, lasst dem Kanal ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Nachmittag. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein. Und ciao.